Ja, hallo. Genau. Ich habe ein besonderes Interesse an Parlamenten. Ich finde Parlamente einen unheimlich spannenden Mechanismus. Daraus ist ein wenig für mich ein Wochenend- bzw. ein Hobbyprojekt entstanden. Da geht es darum, herauszufinden, was tut eigentlich der Bundestag den ganzen Tag lang. Das heißt, hier ist eine Seite, offenesparlament.de. Wir sammeln verschiedene Unterlagen aus dem Bundestag. Das heißt, konkret bedeutet, dass wir sammeln die Abläufe, die dort ablaufen, Gesetzesentwürfe, Anfragen, EU-Vorlagen, aber auch interne parlamentarische Arbeit. Wir sammeln gleichzeitig die Plenarreden, machen diese Plenarreden durchsuchbar und wir sammeln Informationen über die politischen Akteure, die dort aktiv sind. Das unterscheidet sich insofern von Abgeordnetenwatch, das hoffentlich viele von Ihnen kennen, dadurch, dass wir nicht den Schwerpunkt oder dass ich nicht den Schwerpunkt momentan auf die Personalpolitik sozusagen lege, auf die Frage, was denkt mein Abgeordneter zu X, sondern auf die Frage, womit beschäftigt sich eigentlich das Parlament, was passiert dort, welche Sachen sind gerade groß im Kochen und welche Sachen liegen irgendwie so auf der kleinen Flamme. Das kann man auch da unten sehen, das ist sozusagen die Themenagenda ein wenig über das vergangene Jahr nach Politikfeldern aufgeteilt. Kurz als Inspiration dafür dienen im Prinzip Seiten aus dem Ausland. Es gibt ein paar Seiten, die ich wirklich spannend finde. In England gibt es They Work For You. Das ist ein richtig guter Überblick über das Parlament in England. Man kann dort genau sehen, welcher Parlamentarier wann was gesagt hat. In Amerika gibt es vergleichbar opencongress.org. Und eine Seite, auf die ich noch besonders hinweisen möchte, ist simometer.pl. Das ist das polnische Parlament. Und die haben im Prinzip einen kompletten Facebook-Klon gebaut, in dem man sehen kann, was die Timeline eines einzelnen Parlamentariers ist, was seine Statistiken sind, wann hat er an Abstimmungen teilgenommen, wie oft hat er gegen seine Fraktion gestimmt, wie oft hat er mit seiner Fraktion gestimmt und so weiter und so fort. Hier sozusagen die eine Funktion ist, die Plenarreden durchschaubar zu machen. Momentan werden die auf der Seite des Bundestags fast nur als PDF-Dateien vorgelegt. Und da gibt es einfach das Problem, ich kann nicht wirklich rausfinden, wann worüber geredet wurde. Ich kann in diesen Protokollen, das sind jeweils also pro Diskussionstag so etwa 160 Seiten, ich kann darin nicht ordentlich suchen, ich kann nicht über alle unterschiedlichen Parlamentsprotokolle hinweg suchen, ich kann nicht von einer Person ausgehen und sagen, worüber hat diese Person in den vergangenen paar Monaten geredet und so weiter und so fort. Und das zu ändern war eben so ein wenig das Ziel. Deshalb haben wir die Protokolle quasi analysiert und wieder zusammengefügt, sodass man grob sehen kann, wer hat wann worüber was geredet und welche Zwischenrufe und so weiter gab es. Die zweite Funktion, die ich wirklich interessant finde momentan, ist das Abo. Das heißt, man kann einfach sagen, ich interessiere mich für einen bestimmten Begriff und möchte jedes Mal, wenn dieser Begriff im Parlament verhandelt wird, eine E-Mail erhalten. Dann bekommt man sozusagen jede Nacht einmal eine Zusammenfassung aller Abo-Begriffe, die man quasi abonniert hat und kann damit sehen, welche Themen, für die ich mich wirklich interessiere, haben sich in letzter Zeit weiterentwickelt. Soweit ist es aktuell, das ist ein ziemlich früher Prototyp. Ich finde, es ist ein Stückchen Infrastruktur, was wir einfach brauchen, sozusagen digitale Infrastruktur hier. Und es gibt so ein paar Dinge, die ich gerne machen würde. Für die brauchen wir aber letzten Endes dann weitere Ressourcen, insbesondere Leute, die programmieren können und daran teilnehmen wollen. Eine Sache sind die Ausschlüsse, berühmt als, ich weiß nicht, was war das, der Maschinenraum des Bundestags. Es gibt einfach unheimlich wenig strukturierte Daten darüber, was in den einzelnen Ausschüssen passiert, wie sieht die Tagesordnung aus, welche Drucksachen wurden besprochen und was sind letzten Endes die Ergebnisse, die Zusammenfassung wir treffen. Das wäre unheimlich spannend, darüber mehr zu gewinnen. Das ist entweder besonders viel Arbeit oder der Bundestag erklärt sich bereit, dann mehr strukturierte Informationen zu veröffentlichen. Im Zweifelsfall müsste man dann dort 30 einzelne Auswertungen, oder ich weiß nicht, wie viele das genau sind, aber mit Unterausschlüssen und allem drum und dran, müsste man die alle einzeln auswerten. Das wäre fast nicht zu machen. Und das Zweite, was ich mir wünsche, sind sozusagen Dossiers. Das gibt es wahrscheinlich in so manchem Abgeordnetenbüro, aber ich finde, es kann es ruhig auch in der Öffentlichkeit geben. Das heißt, dass ich zu einem bestimmten Thema, das mich interessiert, meinetwegen jetzt gerade der Rettungsschirm, einfach mal alle Anfragen, die es zu dem Thema gibt, die aktuellen Gesetzesentwürfe, aber auch vielleicht Links zu Zeitungsartikeln und zu anderen Sachen zusammentragen kann. Meine Idee wäre, dass man das als öffentliche Aktivität macht, dass jeder sich ein Dossier anlegen kann, andere Leute einladen kann, an diesem Dossier mitzuarbeiten und dass man dadurch sozusagen einen guten Einstieg für Leute hat, die sich zu einem bestimmten Thema informieren wollen und damit nicht nur irgendwie die neuesten Artikel auf Bild.de lesen wollen, sondern wirklich gucken wollen, was passiert im Parlament. In diesem Sinne ist das eigentlich eher ein Aufruf mitzumachen und ein strenger Blick an alle Leute hier in Berlin, die coden können und die sich für Berliner Politik interessieren, denn sowas kann man natürlich auf allen Regierungs- und Parlamentsebenen machen. Da dann die Hoffnung, dass es sowas auch in Zukunft für den Berliner Abgeordnetenhaus gibt. Das war kurz meine Einführung zum offenen Parlament.